Jo Leute, was geht? Ich habe heute meinen Kumpel Chris da, mit dem geht's im Februar nach Barcelona und der hat außerdem heute dieses Teil dabei. Was ist das? Das ist ein Snowskate. Okay, zeig mal, was das du kannst. Das ist quasi wie ein Skateboard, nur für den Schnee. Yeah. Stirb halt fast. Na, wow. Alter, wie gut das rutscht. Ja. Ist ja sensationell. Muss ich das so cool werfen wie du? Ja. Jo. Ich mach mal ab, sonst bist du gleich komplett nass. Oh ja. Oh ja. Jo, Mann. Yeah! Woo! Yo. Aber wir haben natürlich bald unsere Räder da und wir gehen jetzt ein bisschen Indoor fahren. Und Christoph ist nämlich schon seit gefühlten 100 Jahren nicht mehr gefahren dort. Und damit er fit für Barcelona ist, fahren wir heute mal schön zusammen. Ja, wie ihr seht, liegt hier immer noch ordentlich Schnee. Wir sind zwar am Sonntag mal kurz hier draußen gefahren, aber das war schon irgendwie ein bisschen sketchy hier mit dem ganzen Eis und so weiter. Und vor allem arschkalt. Deshalb gehen wir jetzt wieder rein. Okay, Christoph. Gute. Der Christoph will heute übrigens den ersten Triple Backflip auf meinem Resi versuchen. Mini Triple Flip quasi. Und ja, wie hast du dich darauf vorbereitet? Mit Hell Whips. Jetzt schön in der warmen. Warmen? Ausrufezeichen. Also hier ist eigentlich genauso wie draußen von der Temperatur. Aber wenigstens ohne Schnee und Eis. Und hier werden wir heute jetzt schön zusammen fahren. Das ist übrigens das neue Rad vom Chris. Ja. Sehr nice. Wenn ihr euch noch erinnert, wir hatten mal zusammen ein Game of Bike Video gemacht, aus Spaß. Da ist er ins Formbit gesprungen und ich aufs Resi. Und das werden wir auf jeden Fall demnächst mal eine Neuauflage machen, weil ihr wünscht euch ja immer Game of Bike. Aber dafür muss ich natürlich erstmal Chris jetzt einfahren, der ist schon länger kein Dirt mehr gefahren. Und ja, wir nehmen euch heute einfach durch den Tag mit und werden jetzt schön Rad fahren. Juhu. Wie lange warst du schon nicht mehr hier, sag mal? Bestimmt ein halbes Jahr. Ja. Aber wenn das reicht. Schlechter Mensch, jetzt stehst du hier oben. Crazy. Wir gehen ein bisschen die Muffe. Ja gut, wenn man schon länger nicht mehr gefahren ist, ist klar. Man muss auch dazu sagen, ich habe jetzt eine andere Gabel. Meine andere war vorher einen Ticken kürzer. Ja, und die war so einen Ticken kürzer, dass der Vorbau quasi nur bis hierhin befestigt war. Also er saß quasi nur so da drauf. Nur Deko. Ja, genau. Und jetzt ist das Ganze mal sicher. Ja, ist noch genauso steil wie früher. Ja. Puh, okay. Jo. Das lief doch. Findet ihr das hier eigentlich steil? Busch. Jawohl. Der Chris ist auch Turner, muss man dazu sagen. Und den habe ich vor... Seit wann kennen wir uns? Oh, lange. Sehr lange. Ja, sagen wir mal so... Jetzt bin ich 28. Boah, ja, also schon sehr lange. 2003 kommt das hin? So seit 2003 und den ersten Tag, wir haben uns damals im Bikepark Boppert kennengelernt und da habe ich schon direkt gemerkt, der Typ ist ein gut drauf, ein bisschen verrückt und da habe ich damals zu ihm gesagt, ja mach doch mal einfach ein No-Foot Can-Can oder ein Neck-Neck und er hatte diese Tricks noch nie gemacht und hat die damals dann einfach auf Dirt gemacht. Ist auch gestürzt, aber hat sie auch gestanden. Das war ganz schön crazy. Damals waren wir noch so unverbraucht. Leichtsinnig und so, aber man lernt dazu, ne? Ja gut, aber wir fahren 14 Jahre später immer noch zusammen, also ist ja alles noch gut. Genau. Man muss sich halt immer sicher sein, ne? Ja. Was man macht. Wenn man ein scheiß Gefühl hat, sollte man es lieber lassen. Ja, genau. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Erzähl doch nochmal, als ich von dir Superman Seat Grab Fotos gemacht habe auf dem Slopestyle-Kurs. Also... ganz harten Landungen. Schön im Winterberg, ja. Ja,
da war ich halt noch ein bisschen leichtsinnig und habe für ein geiles Bild einfach mal drüber meinen Seedcrab gemacht. Einfach mein Leben riskiert. Einfach mein Leben riskiert, aber eher mehr nur fürs Foto, also ohne Landung. Danach sah ich aus, als hätte ich im Matsch gespielt. Wie wärmt ihr euch denn immer auf, wenn ihr länger nicht Rad gefahren seid und euch erstmal wieder an Sprünge gewöhnen müsst? Was macht ihr dann? Oh, der Chris hat mich gerade gefragt, ob er sehr weit rausgekommen ist. Was werden wir denn jetzt von ihm sehen? Man weiß es nicht. Ja. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt, was Chris jetzt macht. So zum Warmwerden, zum dritten Sprung. Yo! Alter, der war voll gut. Sehr geil. Nice! Man sieht, dass ein Turner in dir steckt. So, ich muss mich aber jetzt auch mal aufwärmen. Ist es 12 oder was? Wie viel Grad sind? Wie viel Grad? Ja. Minus 12 ist schon saukalt. Kommt hin, ja. Ja. Naja, ich wärme mich mal auf. Ja. Der Fabio kann es also auch noch. Wann bist du das letzte Mal gefahren? Am Sonntag. Ach ja. Hast du echt schön gemacht. Ja. Sieht echt nice aus. Wer hat denn alles das Video gesehen, wo der Fabio den Anfahrtsturm gebaut hat auf seinem Kanal? So, ins Formpit ist ja kein Problem, aber der Chris, wie gesagt, länger nicht gefahren und der ist, glaube ich, noch nie hier gefahren. Also noch nicht die neue Rampe, also schon wirklich ewig nicht mehr, also auch keine anderen Sprünge. Und ja, gucken wir uns mal deine erste Fahrt an. Schauen wir mal. Ich will das jetzt gar nicht so laut sagen, weil da soll der Christoph nicht dran denken. Hör mir gerade einfach nicht zu. Der ist mal hier ganz böse reingeklatscht. Hier und hier weggerutscht und mit dem Kopf da eingeschlagen. Da war aber noch die alte Startrampe. Und ich glaube, das hat er jetzt ein bisschen im Kopf, verständlicherweise. Aber der macht das schon. Der macht das schon gut. Yep. Läuft. Wie war's? Ich habe gerade erzählt in die Kamera, dass du da mal so mies gestürzt bist. Ja, da bin ich ganz komisch irgendwie vom Pedal gerutscht und ziemlich links vom Resi vor der Rampe eingeschlagen. Ja, da dachte ich echt, hier Schlüsselbein, alles ist durch, das sah nicht cool aus. Aber nach bisschen weiter. Genau. Jo, läuft doch. Wie fühlst du dich? Sicherer. Ja? Ja, sehr gut. Auf jeden Fall. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das mit dem Brustgurt findet. Beim Enduro-Fahren habt ihr ja schon reingeschrieben, dass ihr das nicht so cool findet, beziehungsweise den Helm besser. Ich finde den Helm auch besser. Aber wie sieht das denn beim Dirtjumpen aus? Sagt mal eure Meinung. So, der Chris probiert jetzt mal No-Footer. Hast du ihn jemals gemacht, irgendwo? Nee, ganz ehrlich? Nee, No-Foot nicht. Ja. Das Einzige, was ich mal probiert habe, war No-Foot Can-Can. Habe ich auch gestanden. Das ist der einzige Trick, den ich gestanden habe. Vor 14 Jahren. Genau. Ja, dann... Ja, und das letzte Mal hier. Ja gut, ins Soundpit, ja. Jo! Lebst du noch? Ja, alles gut. Nice, Mann! Hey! Aber okay. Nice! Also, Mann, dafür, dass immer du besser nie gemacht hast, schön. Ja, wenn ihr auch mal No-Footer probieren wollt, das ist echt ein cooler Trick zum Anfang. Da verlinke ich euch hier oben mal das How-To No-Footer auf meinem Kanal. Schaut es euch an und viel Erfolg beim No-Footer lernen. Ja, wir haben uns damals mit dem Trick No-Foot Can-Can vor 14 Jahren kennengelernt. Und es wird Zeit, dass du den mal wieder machst, auch wenn du ihn seit Ewigkeit nicht gemacht hast. Aber wenn der No-Footer so gut klappt, klappt der vielleicht auch gut. Ja, vielleicht. Ja, sah aber nicht schlecht aus. Ja. Also ich meine, vom Prinzip her sah der gut aus. Ja. Ja, das schaffst du, ey. Das sah sicher aus. Du bist halt nur am Rad hängen geblieben. Das Rad muss mitnehmen, ne? Ja.
Ja, Mann! Ja! Geil! Junge! Geil, Scheiße. Mann, was geht denn ab mit geil. Dir? Alter, du fährst einfach nie Rad, kommst hier hin, zack, direkt, bumm. Ja, keine Ahnung. Mega, Mann. Das ist wahrscheinlich Adrenalin und Bock aufs Radfahren. Geil, Mann. Geiler Scheiß. Das geht mir aber auch die Pumpe, ey. Glaube ich. Boah, geil. Zwar ein bisschen hecklastig, aber... Egal. Yo! Wup, wup. Du geile Sau. Okay, nochmal. Ja. Weil der war eindeutig zu früh, weil ich hecklastig war. Ah. Übermacht ja den Meister. Oh. Fuck, da hatte ich ein Eier. Oh Mann, der war super! Der war super. Mann! Nochmal! Jetzt aber! Scheiße! Scheiße, scheiße, scheiße! Der war super, Alter! Ja, Mann! Der war gestreckt! Jetzt aber! Ja, Mann! Der war aber gestreckt, oder? Ja, auf jeden, der war saugestreckt. Geil. Jawohl. Geil, Mann. Man soll ja immer aufhören, wenn es am schönsten ist. Und du hast ja heute einfach mal No-Food Can-Can und No-Footer zum ersten Mal ausgefahren gestanden. ja, war heute eine kürzere Session, aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Folgt dem Chris bei Instagram. Und ihr seht uns hoffentlich nächste Woche in Barcelona wieder. Da werden wir jeden Tag einen Vlog produzieren. Wenn das Wetter da passt, fliegen wir am 1. Februar da runter und ansonsten irgendwann anders im Februar. Also bis dann, haut rein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschö, tschö. Ciao, ciao.